für Action. Das ist eine Kamera. Dann hat die Gäste recht herzlich begrüßen, die heute anwesend sind. Und darf die Beschlussfähigkeit feststellen. Wir kommen gleich zum nächsten Punkt, der Ring des Bürgermeisters. Eine Bitte, bevor wir in die Berichte des Bürgermeisters eingehen. Da doch zwei maßgeholte Personen, ein Gemeinderatsmitglied und auch Grundschullehrerin, verstorben sind in letzter Zeit. Vielleicht kennt man als Gemeinderat aber ein Geschenk mit. Ist sie vorgesehen? Okay. Ja, Bericht des Bürgermeisters. Es geht einmal darum, die Finanzsituation einmal darzustellen, wie die Situation ist, Darlehen und Vermögen der Gemeinde. Darlehen der Gemeinde und der KG belaufen sich zum heutigen Tag von 12,8 Millionen Euro und das Vermögen der Gemeinde und der KG beläuft sich auf rund 41,9 Millionen Euro. Die Aufwendungen für Darlehen sind für die Ortskanalisation, für Straßenbau, Wohnbau und andere deutsche Investitionen, Kindergartensanierungen, wurden aufgewendet. Man sieht, dass man eine 300%ige Überdeckung hat und somit das sehr gut dastehen. Bitte die nächste Folie. Die Umsatzerlöse, das Bilanzergebnis der KG, wie man sieht, wurde von Jahr zu Jahr gesteigert. Wir sind jetzt beim Umsatzergebnis von rund 415.000 Euro jährlich und haben eine Eigenmittelquote von rund 47%. Gefordert sind laut dem Unternehmerrechtsgesetz rund 8%. Somit ist die KG auch auf guten Beinen gestellt. Sie benötigt eine Bedarfszuweisung von der Gemeinde von 150.000 Euro. Wir befinden uns beim Bericht des Bürgermeisters und bieten der Fragestunde. Einnahmen der Kriminalsteuer. Wie man sieht, haben sich die Kriminalsteuerentwicklung ebenso positiv entwickelt. Das hat von Jahr zu Jahr eine Steigerung gegeben können. Also im Jahr 2013 marginaler Rückgang von 4.500 Euro in dieser Größenordnung. Aber liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. Und wir hoffen, dass wir die 1,6 Millionen Euro vielleicht 2014 schaffen werden. Das ist auch dadurch zu führen, dass sich einige Betriebe bei uns angesiedelt haben und man kann davon ausgehen, dass heißt, dass auf jeden Arbeitnehmer, der in der Gemeinde beschäftigt ist, den wir ungefähr 1.000 Euro Kommunalsteuer einnehmen. Wie schaut es Einnahmen ausgangsmäßig in der Gemeinde aus? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Man kann sehen, dass wir sehr gut gewirtschaftet haben, weil wir immer jedes Jahr einen Überschuss bis jetzt zustande gebracht haben. Diese Überschüsse sind immer in den außerordentlichen Haushalt geflossen, wo damit noch dann die dortigen Abgänge sozusagen noch dann vermindert wurden. Wir stehen jetzt da, man wird es noch dann am Voranschlag sehen, bei rund 260.000 Euro im außerordentlichen Haushalt, die noch offen sind. Und in dem Sinn haben wir in den letzten Jahren sehr viel abgebaut. Wir waren rund 1,3 Millionen Euro und haben jetzt nur 250.000 Euro. Gut. Was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Betreute Jugendarbeit im Niveau.
Es wurde ja beschlossen, dass das Tun nicht angemietet wurde. Und dementsprechend wird das auch in den nächsten Tagen soweit fertiggestellt sein, dass nachher dann die Jugend dort einzeln wird. Es wird dann noch nicht die offizielle Eröffnung sein, die werden wir dann voraussichtlich im Jänner mit dem Frühjahr stattfinden. Aber im Schnitt sind immer wieder so die 15 bis 25 Jugendliche, die vorzufinden sind, der betreuten Jugendarbeit. Und die Kernaufgabe der offenen Jugendarbeit ist es, zusätzlich zu Freunden und Familie für Jugendliche da zu sein und eine gesunde und tragfähige Beziehung aufzubauen. Wichtige Faktoren sind dabei Anonymität und Verschwiegenheit, welche zu den wesentlichen Grundprinzipien der sozialpädagogischen Arbeit zählen. Und wir arbeiten da schon sehr gut seit einigen Jahren mit der Firma Sofa zusammen, die bereits seit 10 Jahren am Markt ist. Das ist auch ein Unternehmen der Gemeinde Seiersberg, die eine sehr gute sozialpädagogische Arbeit leisten. Nicht nur für Seiersberg, sondern auch für Birka und in weiterer Folge auch für die Woche. Kinderspielplatz haben wir eröffnet. Der ist sehr gut angenommen worden, hat über 100 Gegenden am Tag zu rechnen da waren. Und man kann sich natürlich auch sehen, dass die Kinder sehr freuen. Wir haben auch vor, dass wir die weiteren Kinderspielplätze noch dann im kommenden Jahr errichten werden, die in Heide und in Schadenburg. Volksschulsanierung ist fast abgeschlossen, es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, aber im Wesentlichen ist jetzt soweit jetzt der Betrieb voll funktionsfähig und wird noch dann im Frühjahr dann komplett abgeschlossen sein und dann wird es auch die Abwicklung dementsprechend geben. Was kommt noch auf? Einhergehend mit der Volksschulsanierung ist auch die Veranstaltungshalle saniert worden. Man hat da einen Küchenbereich eingerichtet, und zwar auf der Nordostseite, wo die Arbeitsgeräte und die Turngerätschaften waren, hat es einen Zubau gegeben. Im Obergeschoss und im Untergeschoss. Im Untergeschoss werden auch dann die zusätzlichen Turngerätschaften dann abgestellt und im Obergeschoss die Arbeitsgeräte. Und im Nordwestteil wurde das ehemalige Sesselage in einem Küchenbereich umgebaut, wie man so sehen kann, um bei Veranstaltungen besser noch dann servicieren zu können. Ja, ein Ergebnis für die Sanierung, es wurde auch ein neuer Anstrich, der Wasser, Decke, Wände wurden neu gestrichen. Und vor allem auch der Fußboden, da hat es ja Probleme gegeben, der ist feucht gewesen, beziehungsweise ist Feuchtigkeit eingedrungen beim Hallenboden. Den hat man im Sommer über aufgebohrt und hat dementsprechend das noch dann entfeuchtet und trocken gelegt, sodass keine Bedenken jetzt da sind, dass da jetzt irgendwelche Schimmelspuren zurückgeblieben sind und da die Kinder Angst haben müssen, dass sie dadurch davon kontaktiert werden. Es wurde auch von einem Arzt bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Ja, ein wichtiges Projekt 2014, Straßensanierung. Wir haben rund 400.000 Euro veranschlagt für die komplette Sanierung. Das wurde noch nicht alles sozusagen jetzt auch umgesetzt, aber das, was Sie jetzt da oben sehen, ist im Sommer 2014 passiert. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, sehen wir, was im Herbst 2014 umgesetzt wurde. Also rund 35 Maßnahmen an den verschiedensten Straßen wurden saniert und die abgeschlossenen Arbeiten, soweit sie jetzt fertig sind oder noch nicht fertig sind, werden wir dann im Frühjahr nächsten Jahres dann weitergeführt und abgeschlossen werden. Ja, die LED-Beleuchtung 2014. Wir haben rund 53 Lampen installiert.
der erste Teil. Der zweite Teil soll heute angeschaut werden. Wir haben ja auch die Planungsaufnahme heute auf der Tagesordnung. Und wir da rund 53 Lampen betreffen. Und dann sollen alle Lampen dann im Ortsgebiet umgestellt sein. Kreisverkehr Hitzendorfer Straße, wie ist der Stand der Technik? Momentan schaut es so aus, dass das Ganze nach Ostern umgesetzt wird. Das ist mit der Firma Spar akkumuliert. Die Firma Spar zahlt ja rund 240.000 Euro zum Kreisverkehr dazu. Und wenn es Ihnen da entgegenkommt, habe ich gesagt, dann wird es dann machen, wenn es von der geschäftlichen Lage her Ihnen noch am besten passen wird. Und einhergehend mit dem Kreisverkehr ist noch an der nächsten Folie zu sehen, die Platzgestaltung, die wir angedacht haben zwischen der Kirche, Veranstaltungshalle und der Schule, wo dementsprechend noch dann der Kreisverkehr mit dem Platz gemeinsam noch gestaltet werden soll. Ja, die Abflussuntersuchung Lieberbach-Losenbach, keiner. Das ist an und für sich schon ein sehr alter Hut. Die Situation momentan ist so, dass das Ingenieurbüro Klinik die Keimer untersucht und es noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Das nehmen wir sicher davon aus, dass es im Februar, März wahrscheinlich die weiteren Untersuchungsergebnisse noch vorliegen werden, welche Maßnahmen wir setzen können, dass noch dann im Bereich Birkenstraße, Aschenweg und in diesem Bereich, also nördlich von der Autobahn, dementsprechend noch Maßnahmen gesetzt werden können, dass die bestehenden Häuser, die jetzt schon im Hochhausgebiet liegen, noch dann geschützt werden können. Rückhaltebecken Lieloch in Losenbach ist soweit auf Schiene. Es liegt jetzt beim Landesverwaltungsgerichtshof, es hat aber Einsprüche gegeben. Ein Einspruch diesbezüglich ist zurückgewiesen worden, der ist von seitens der Gemeinde Hastorf gekommen, da ist es um eine Rohrdimensionierung gegangen und das hat man aber auch schon klären können, dass man dem nachgeht und dass man die Forderungen, die da gestellt worden sind, dass man die auf jeden Fall erfüllen kann. Die anderen Einsprüche, die gekommen sind, sind auch von Liegenschaftseigentümern aus Hastorf gekommen, betreffen aber jetzt rein nur ein paar technische Sachen, die auch am grünen Tisch mit der Richterin dort erledigt werden können. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt noch im Dezember einen positiven Bescheid noch dann haben werden. Ja, ist ein wichtiges Kapitel, Flächennutzungsplanänderung. Wir haben heute auf der Tagesordnung einen Beschluss über die Lärmmessungen an der Wasserstraßen und wir sind von der Gemeinde Steiermark dazu aufgefordert, dass wir dann Flächen umliefern dürfen, wenn alle Hochwasseranschlagslinien bzw. alle Lärmlinien dementsprechend vorhanden sind und von den Experten bei uns nachher dann im Gemeindeamt auflegen und diese noch dann vom Raumplaner eingearbeitet sind. Vorher, so haben wir das schriftlich vom Land Steiermark gehalten, dürfen wir keine Flächennutzungsplanänderungen durchführen. Kindergartensanierung, wir haben das schon vor eineinhalb Jahren auf der Tagesordnung gehabt, es soll von daran kommen, dass wir 20% Zuschuss erhalten hätten. Aufgrund anderer Projekte ist es zurückgestellt worden, war aber nicht zum Nachteil, weil das Land Steiermark eine neue Förderrichtlinie herausgegeben hat im September, Oktober, die spätestens Ende November einzureichen war, wonach bei bestimmten Maßnahmen es eine 70%ige Förderung der Kosten gibt. Und das haben wir jetzt dementsprechend auch dort eingereicht und wir warten noch auf die Rückmeldung jetzt vom Land Steiermark, ob unsere Einreichung dort angenommen wurde. Und
neue Sport- und Freizeitanlage, das ist auch schon was Älteres. Allerdings gibt es da auch Fortschritte, es gibt da relevante Standorte für uns, die zur Optionierung bereitstehen. Und da wird sie, sagen wir mal, in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen, werden wir uns noch dann Gedanken machen müssen, ob wir die eine oder andere Option noch dann als Gemeinde annehmen möchten, um noch dann die Zukunft für unsere neue Sport- und Freizeitanlage dementsprechend zu realisieren. Ja, neue Serviceangebote gibt es in der Gemeinde. Unsere Gemeinderätin, die Panelistin, Beate Ball-Dichter, wird in der Gemeinde eben letzten Freitag dementsprechend noch dann ihre Kenntnisse noch weitergeben. Sie wird Konfliktlösungen ohne Gerichtsverfahren kostenlos einmal in Beratungen anbieten. Dann gibt es auch noch eine Infostelle für Weiterbildung. Das läuft schon seit einigen Wochen, das kommt da recht gut an. Da geht es vor allem darum, dass man der Bevölkerung in Liebe